mich immer interessiert, sind solche Balkone und wie die Menschen dann dort leben. Das ist hier quasi an der Hauptstraße gelegen, aber einige dieser Wohnungen sind wirklich schön eingerichtet. Das ist auch beim Airbnb der Fall. Und ich finde, das irgendwie war immer so ein Traum von mir, eines Tages mal in einer interessanten Stadt zu leben und so eine Dachterrasse zu haben und dann den anderen Menschen so beim Leben zuzuschauen. Wissen, eine vielbefahrene Straße, aber gleichzeitig doch die Ruhe da hinten raus. Für sowas. Das war einer dieser Träume, die ich immer hatte. Nachdem ich jetzt viel am Reisen bin, bin ich so manchmal so am Überlegen, ob das eigentlich noch das ist, was ich wirklich möchte. Mal so eine Wohnung dann zu haben, ich weiß das nicht. Wir erkunden jetzt heute ein bisschen neuen Stadtteil hier von Ho Chi Minh. Und zwar, zunächst einmal möchte ich erstmal einen Park besuchen gehen, der eigentlich direkt hier in der Nähe des Airbnbs liegt, weil ich einen Ort brauche, um morgen früh rennen zu gehen. Ein weiterer verrückter Verkehrstag. Nein, wir mussten Straße überqueren. Aber das ist aktuell nicht möglich. Das ist schon viel besser von der Lautstärke her. Ein Park. Also frag mich jetzt nicht, wie dieser Name ist dieses Parkes. Ich blende dir das hier unten mal ein. Aber das ist ein schönes Stück Natur, um wirklich entspannen zu können in dieser Hektik. Kinderspielplatz vorhanden. Muss mal gucken, wo man hier rennen gehen kann. Gibt ein paar Essensstände. Wir machen das hier. Das Angebot ist aus Sapa, das ist so ein Wein, Fruitwein, ein Fruchtwein ist das, okay. Eiscreme bekommen. Zum Wohl. Das erste Mal in meinem Leben. Habe ich noch nie probiert. Oh, it is very nice, but it's very sweet. It's sweet. I like it. It's good. It's good. You like it yourself as well? What? No bird's nest. You like to drink this? Yes. Yeah. It's good. It's great. A lot of success. It goes for your health. Ah, so it's very healthy. Therefore, yeah. Nice. Relaxing and good for your health. Perfect, thank you so much. Thank you. Ja, das ist ein kleiner Food Market quasi. Auch hier, schauen wir mal, was der im Angebot hat. Ah, das sind Fleischprodukte. Würstchen. Ja. Yeah. The one is the big, but they don't eat any food, but they eat vegetable only. Ah, okay. The pork, organic pork. You have something to try. Ah, here. Okay, let me try this here. That's been great. Thank you very much. Gutes Stück Würstchen. Ein gutes Stück Wurst. Lecker. Tomorrow we'll have the selling things.
This is interesting. Yes. Chicken fresh, no skin. With the lemon leaf and then you can dry. Hühnerfleisch. Good, right? It's good. Yes. It's a bit dry, to be honest. Yes. Mm. But that one is that we don't try 100%. But we just like, I have to say, like 75% to keep the water inside. That's why you don't feel it greasy or something, just like soft and then smell. It's good. Yeah. Now we have the occasion to grab cái bỏ chung luôn. Chúng ta schöne Kunstwerke. Und hier ist das kleine Atelier dazu. Das ist ein ganz nettes Fest hier. So. Yeah. Yeah. So, das ist Vietnam TV jetzt mit mir hier. Ja, yeah, thank you. Okay. So, okay, let me introduce again. We are three students from Vietnam Aviation Academy, and our English teacher asked us to make a quick interview with some random foreigners. Okay, so, okay, the first question was your name. My name is Mark. Okay, so where are you from? Germany. Germany? Yes. Okay, how long have you been in Vietnam? Now, 3 days. Just 3 days? Yes. Okay, so what do you like about our country? I like the culture and the people, hospitality. It's a very nice place here and the food, obviously. Oh, the food okay. is delicious, very yummy, I like that. Oh, okay, so what food have you enjoyed? I had today like a spring roll and like a rice salad, yeah, with some rolls on top. Okay, sehr interessantes Food Festival. Aber es ist Zeit, wieder uns aufzumachen, die Straßen zu erkunden. Everyone, hello everyone. Previa, Ruby. Yeah. Bier mit Ruby. Zum Wohl. Ah,
Das ist gut, das ist gut. Würde ich mir kaufen. Lese gerade. Gebraut mit Premium German Ingredients. Vermutlich ist der Hopfen aus Deutschland. Mir gefällt diese Stadt wirklich sehr gut. Interessantes Straßenbild. Das ist der Schlüsselmacher auf der Straße. Und dann gegenüberliegend dieser schöne Coffeeshop. Moment der Gelassenheit, Entspannung, dabei diesen Film zuzuschauen. Schöne Garküche gesehen. Ich mache die Reisnudeln. Auf dem Bürgersteig kommen die Rollerfahrer. Ho Chi Minh ist schon krass. Sogar Fahrradfahrer hier. Ho Chi Minh ist das Wirtschaftszentrum von Vietnam. Es gibt beispielsweise die Börse hier mit den ganzen notierten Unternehmen. Und im Vergleich zu Hanoi, was natürlich die politische Hauptstadt ist, sind auch die ganz großen Unternehmen letztendlich hier ansässig. Das heißt, es gibt auch eine große Anzahl an Expats, die hier leben und die diesen Ort ihre Heimat bezeichnen oder als ihre Heimat bezeichnen. Kurzer Ausdruck, den wir heute unternommen haben. Es gibt weitere Sehenswürdigkeiten, natürlich, die auf mich hier warten und ich dir auch zeigen werde. In der Zwischenzeit
würde ich dir aber mal raten, dass du dir den folgenden Hanoi-Vlog anschaust, der doch ein bisschen anders ist. Viel Spaß damit und mit Peace and Blessings bis zum nächsten Abenteuer. Dein Marc. Ciao.